Und da sind wir auch schon wieder. So, wir gehen jetzt mal durch die Tür. Oh, wir haben einen Speicherpunkt. Das ist natürlich immer gut. Speicherpunkt. Und ich bin echt gespannt, wie lange wir jetzt noch haben, um Evelyn praktisch den Garaus zu machen. So, wir haben eigentlich alles, was wir brauchen, ne? Wir könnten jetzt noch. Nee, wir haben auch keine Chemikalien mehr. Okay, dann lassen wir das. Obwohl wir halt echt so, vielleicht doch noch ein paar Pistolenmunition. So. Gut, alles klar. Ich würde mal schnell umbauen hier. So. Und dann haben wir das alles beisammen. Sehr gut. Okay. Das muss ich nicht verstehen. Da kommen wir nicht lang. Bombe. Hier haben wir noch Chemikalien. Bam, 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 bam. Okay, der zeigt also da lang, dann gehen wir auch da lang. Die Frage ist, wo führt dieser Tunnel hin? So. Ihr hört es. Habt ihr das gehört? Da ist er. Hallo. Ja. Ja, scheiße. Irgendwie erinnern mich diese Viecher an Venom. Ich weiß nicht warum, es ist einfach so. Evelyn, sei doch nicht so. Du kannst nun mal nicht überleben. Ist das jetzt hier the final countdown oder was? Hi. Sehr gut. Okay. Hi. Zack. Und ein Schuss und der ist leer. Aua. Heidewitzka. So. Okay, hier geht's nicht hoch. Das heißt, wir müssen wieder runter. Was so gar nicht dem entspricht, was ich gerne möchte.
Aber ich möchte lieber gerne wieder an die Luft. Nein, nicht schon wieder. Hey, Kumpel. Kurz woanders rum, Alter. Ernsthaft? Das ist jetzt nicht euer Ernst. Boah, das gibt's doch nicht. Ja. Boah, Alter, warum hast du noch nicht nachgeladen? Endlich. Boah. Gott. Also ich glaube, Evelyn hat echt Probleme mit uns. Und das alles nur, weil wir sie töten wollen. Oh, wir sind draußen, oder? Oder auch nicht. Oh, ein Speicherpunkt. Sehr gut. Sehr gut. Boah. So, dann wäre das wenigstens auch schon mal erledigt und wir müssen keine Angst haben. Das Problem ist, wir haben echt nur noch zwei. Wir sind wieder zu Hause. Okay, das klingt doof, aber es ist so. Ja. Ah, okay, Flashbacks. Wir sind wieder im Haus. Ja, ich kann damit leben. Nicht schon wieder.
Eigentlich können wir doch hier einfach aus dem Haus raus, oder? Lach nicht so dreckig. Ich spiele nicht. Nein! Schaff das weg von mir! Lass mich sterben! Hä? Bläh? Du verstehst nicht. Okay. Das verstehe ich jetzt aber wirklich nicht. Oh, Alter, Puppe. Hör auf damit, Mann. Das ist nicht lustig. Scheiße, Alter. Da steht sie. Hä, wieso komme ich jetzt da nicht durch? Es ist eine Tür. Es tut uns doch leid. Ah, mit L1 also blocken. Okay. Komm schon, Ethan. Komm schon. Und? Okay. Das war echt hart. Oh Gott, was ist nun? Bitte was? Aua, aua. Was zur Hölle ist hier los? Puh, sind wir jetzt tot? Alter. Ich bin jetzt ein großes Mädchen. Mhm, und ziemlich hässlich. Scheiße. Nein, 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 nein. Können wir den Kampf hier überhaupt gewinnen? Au, 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 au. Oh. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Die Waffe. Okay.
Komm schon. Schluss mit den Spielchen. Sie zerfällt. Oh Gott. Was ist jetzt los? Ich bin Redfield. Gut, dass wir sie gefunden haben. Warum hat das so lange gedauert? Und ich würde sagen, ich verabschiede mich hier schon mal. Und wir sehen uns dann bei einem nächsten Let's Play, was auch immer es sein wird, wieder. Danke fürs Zuschauen. Danke, dass ihr die Reise mit mir gemacht habt. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Man sagt, wenn eine Tür sich schließt, öffnet sich eine andere. Letzte Nacht hat sich eine geschlossen. Und diese Nacht war lang. Aber nicht nur für mich. Nicht nur Mia und ich sind Opfer. Sondern auch die Bakers. Es war dieses Ding, Evelyn, die sie so gemacht hat. Aber jetzt ist Evelyn tot. Und diese Leute sind hier, um aufzuräumen. Das erste Mal hatte ich Mias Verlust akzeptiert. Aber jetzt habe ich sie wieder verloren. Und die einzige andere Tür, die ich sehe, ist zu. So.